Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ich habe hier die Flaschenpost gefunden. Und damit starten wir auch den Tag. Oh, was ist da drin? Einen Ventilator, haben wir den schon? Ja, haben wir natürlich schon. Dann haben wir einmal noch Post von Gulliver bekommen. Und zwar eine Asia-Mütze. Okay. Und von Oliver. Eine Kerze. Oh, cool. Die Kerze ist cool. Ja. Ja, dann brauchen wir am Strand schon mal ein... Achso, Gulliver könnte ja auch noch hier wieder liegen. Das stimmt natürlich. Was haben wir hier? Wir haben irgendwas bekommen. Wo? Da. Herzlichen Glückwunsch. Hier hast du dein... Ah, ne. Ne, hier. Jeden Tag auf der Insel. Ah. 100. Oh, 100 Mal waren wir schon auf der Insel. Okay. Cool. 300 mal, 300 mal wäre dann fast ein Jahr. Sehr gut, sehr, sehr gut. Da ist jemand da auf dem Platz. Oh, Gerd ist da. Oh, das ist super. Vor allem, wieso sind die, wieso ist hier jeder? Hallo, Mischka. Hey, du bist Moritz. Hey, ich muss meine Stimme schon. Hab's gestern mit meinen Stimmübungen etwas übertrieben. Okay, dann reden wir noch mit Edde. Wenn ich dir nur beim Rumwuseln zuschaue, werde ich schon müde, Gronkh. Ein Vorteil haben meine Kontrollgänge. Ich kenne diese Insel jetzt wie meine Westentasche. Okay, sehr, sehr schön. Gerd, mit dir rede ich gleich. Ich muss erstmal mein Inventar gleich leeren. Dann gehen wir noch eben zum Kleidungsladen. Die Möbelladen war nichts Neues. Wir könnten eben hier ein bisschen gießen. Ja, Leute, ich habe eigentlich ganz gut geschlafen, ja, von 0.13 Uhr bis 6.45 Uhr, ja, dann habe ich mir meinen Traum aufgeschrieben, weil ich luzides Träumen mache, momentan wieder, und ja, in den Traum war dann Vincent Weiß, mein Bruder, war schon ein bisschen seltsam, ja, es war schon seltsam, der wollte dann bei uns auf der Couch schlafen, und ich habe dann die Rollos runtergemacht, ja, das war ein Traum, Leute. So, hallo Benjamin. Moritz, so ein Zufall. Suchst du etwa auch besonders elastische Trainingsklamotten? Nee, suche ich nicht. Ich brauche Klamotten, die meine Muckis gut zum Ausdruck bringen. Ob ich die hier kriegen kann? Nee, kriegst du hier nicht. Trag mal lieber mein Merch. Danke. Danke, danke. Ja, und danach habe ich nochmal geschlafen bis 9.35 Uhr circa. Circa, Leute, ja. Oh, wow, die Schuljacke. Oh, die ist eigentlich ganz cool. Außer die Knöpfe. Die Knöpfe finde ich nicht ganz so cool. Okay. Wie andere Hosen gibt es nicht. Dann gucke ich mal eben hier. Ach, die habe ich bestimmt nicht. Ach, so hässlich wie die ist. Die habe ich nicht. Socken. Ich weiß nicht, welche Socken ich schon habe, aber nehmen wir mal mit. Ja, zur Kasse gehen. Nee, lieber nicht. Sieht ja schlimm aus. Schlimm, schlimm sehe ich da aus. Obwohl, ich sehe jetzt nicht viel besser aus, wenn ich ehrlich bin. Ah, ich habe gestern Haus des Geldes Staffel 2 durchbekommen. Oder war es echt vorgestern? Ich glaube gestern, Leute. Ja. Also den Hype, okay, weiß ich nicht, ob ich den ganz vollziehen kann. Denn so gehypt bin ich nicht auf die Serie. Sie ist gut, aber gut halt, ne? Weiß nicht, also. Ist halt eine, keine Ahnung, eine normale Serie, finde ich. Dass sie so viele Zuschauer hat, ist natürlich sehr schön. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Also so, also unter meinen Top 20 Serien ist sie wahrscheinlich nicht dabei. Boah. Aber vielleicht ändert sich das ja noch mit Staffel 3 und 4. Wer weiß, wer weiß. Ich habe hier ganz, ganz viele Fossilien. Wir gehen eben hier oben gucken, ob hier noch ein Fossil ist. Ach so, stimmt, hier war ja der See. Ah, an dem habe ich mich nicht mehr erinnert. Dachte, gestern hätten wir nur den Fluss gemacht.
Aber stimmt, den See haben wir auch gemacht. Dann fehlt noch ein Fossil. Gibt es überhaupt eine Belohnung, wenn wir das Fossilienhaus fertig haben? Ich glaube nicht. Oh, diese Stempeljagd, ne? Eigentlich ist die bald vorbei, ey. Oh mein Gott. Ach. Fossilien analysieren. Ah, das und das. Bitteschön. Okay, er hat alle. Ist egal. Nee, danke. Das war schon. Aber wir hatten doch die Statue, habe ich die im Inventar? Könnten wir die immer eben abgeben von Rainer. Kriegerstatue, ja, Arme. Dann geben wir die mal eben ab. Bin ich nicht ganz umsonst hier hingelaufen. Da. Hallo, Eugen, da bin ich schon wieder. Was? Bist du schon wieder eingeschlafen oder was? Mann, 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 Mann. Mamma mia. Ich hätte da was. Ah ne, ich hätte stiften sagen müssen, ne? Uiuiui, das ist eine Kriegerstatue. Sofern mein Gedächtnis mich nicht trügt, enthält unsere Sammlung noch keine Kriegerstatue. Es wäre daher äußerst willkommen, wenn Sie in Erwägung ziehen könnten, diese zu spenden. Auf den Schildern von den jeweiligen Wehren finden Sie bei uns. Ja, ich weiß. Wow. Toll. Dann hier, bitteschön. Ja, hier. Was? Huhu. Ja. So, ja, mach das mal. Nee, danke, passt schon. Aber du könntest mir verraten, wann endlich der Museumshop kommt, falls es den gibt. Oder der kommt erst mit dem nächsten Update, das kann natürlich auch sein. Oder ich glaube aber erst beim nächsten Update kommt dann die Erweiterung für Nepp und Schlepp. Das könnte ich mir, glaube ich, eher vorstellen, dass dann Gerd da reinziehen wird. Aber der Juni ist ja bald, ne? Heißt es nur einen Monat warten, dann kriegen wir im Juli vielleicht ein großes, gutes Update wieder. Oh, hier. Blei. Gibt's aber viele. Kriegerstatue, 29. Mai, Terrakotta-Armee, unbekannt. 210 vor Christus, Ton. Diese Terrakotta-Krieger wurden mit dem ersten Kind Kaiser begraben, um ihn im Jenseits zu beschützen. Knapp 2000 Jahre später, im Jahr 1974, wurden um die 8000 dieser Krieger entdeckt. Jede der lebensgroßen Figuren wurde individuell gefertigt. Pose, Gesicht sowie Kleidung sind einzigartig. Okay, cool. Sehr schön. Sehr schön. Ich gehe mal weiter. Ich gehe mal weiter. Heute ist Freitag. Ne, boah, ich war gestern. Ich habe gestern bei der Werkstatt angerufen, ne? Ich dachte so, oh nee, heute ist Freitag. Die haben nur bis 14:30 Uhr auf. Okay, hab dann um 14:02 Uhr angerufen. Und dann ist da keiner dran gegangen, ne? Dann dachte ich so, ach Mann, haben die schon Feierabend oder was? Bin ich zu spät? Und dann ist mir aufgefallen, dass wir heute überhaupt nicht also gestern überhaupt keinen Freitag haben, sondern erst heute. Das war natürlich auch wieder ein guter Fail von mir. Aber ja, so ist das Leben wieder. Hier muss gleich noch irgendwo eine Treppe dann hin. Müssen wir mal schauen. So, hier rechts haben wir aber, glaube ich, eine Treppe gehabt, ne? Sehr gut. Dann bringen wir jetzt erstmal die Sachen nach Hause und dann kaufe ich bei Gerd ordentlich ein. Wir brauchen wahrscheinlich sehr, sehr viel. Sehr, sehr viele Büsche von ihm. Es stört mich ein bisschen, dass ich dann nochmal bis 9:35 Uhr geschlafen habe, weil meistens bin ich schon bis 9:30 Uhr mit den Aufnahmen durch. Minecraft Dungeons habe ich nämlich auch noch nie aufgenommen, ey. Oh, Mann, ey. Das passt mir eigentlich heute gar nicht. Und was will ich hier eigentlich? ach so, stimmt. Ich wollte ja alles hier wegmachen. Ins Lager. Nebelshirt. Schlupfjacke. Nihau-Shirt. Ach komm, du kannst auch erstmal ins Lager.
Weiß zwar noch nicht, was ich mit euch da machen möchte, aber ich weiß auch gar nicht, wie viel Platz im Lager überhaupt frei ist. Das wird uns das Spiel ja irgendwann früher oder später sagen und dann kommt ihr weg. Nee. Ins Lager, danke. So, und die Hose noch. Super. So, dann gucken wir mal, was der Gerti heute im Angebot hat, ne? Für unseren schönen Wald. Genau, lauf mal hier, lauf mal da. Achso, oh, wir müssen noch eben bei den neueren Blumen gucken. Und die bewässern. Oh, keine neue, okay. Denn ich brauche ja hiervon viele. Viele, viele. So. Und wir haben irgendwas wieder geschafft. Müssen wir gleich noch ein paar Trennwände wieder bestellen. So, hallo Gerd. Push dazu, du hast Glück, denn heute verkaufe ich die Astallee. Verkaufst du die nicht irgendwie immer? Gefühlt. Okay. Hast du denn hier gelb, Osterlilie? Ich glaube, die Osterlilie haben wir echt nicht, oder? Ich kaufe mal hiervon. 5. Ja, Moritz, kauf da noch mehr Blumen. Du hast ja noch nicht so viele. Ja, Leute, das stimmt. Ich hab noch nicht so viele. Was wird denn gut zum Feendorf passen? Die Abendtorten, die sehen natürlich sehr gut aus. Ich glaube, ich nehme die Abendtorten. Vielleicht ein bisschen gemischt mit den blauen rechts davon. Oh, jetzt habe ich nur eine gekauft. Oh Gott, ey. Mann, Gerd, geht das nicht schneller? Wieso kann man denn nur 5 bei dir kaufen? 5. Ich kaufe erstmal 10 von denen. Von jedem. Von den beiden zumindest. Weiß auf jeden Fall, was ich heute schon mal esse. Ich habe seit 2 Wochen, glaube ich, keine Spaghetti Bolognese mehr gegessen. Ich habe zwar kein Hackfleisch mehr da, aber die Bolognese-Soße, die kann ich auch ohne Hackfleisch machen. Oder ich hau dann Schnitzel rein. Also mach das Schnitzel klein. Ist ja auch Schweinefleisch. Also ist ja Fleisch, ne? Oder ich mache aus den Schnitzelbällchen. Das könnte ich vielleicht auch machen. Ja. Genau, das ist der Plan heute. Ich habe nämlich jetzt schon Hunger, aber ich möchte erst um 14 Uhr essen, damit ich heute Abend, beziehungsweise in der Nacht dann keinen Hunger bekomme. So. Ich habe schon. Achso, ich wollte noch eben Trennwände kaufen. Guten Morgen, Nook und Melinda. Hallo, hallo. Ich habe außerdem, war das gestern mit Last of Us? Nee, ne? Das war vorgestern, oder? Ich glaube, das war vorgestern. Das habe ich auch noch gesehen. Das neue Gameplay. War ganz cool. Besondere Waren, was hast du denn heute? Die Bank ist nicht hübsch. Ein Hallo-T-Shirt. Ich fasse es nicht. Ist ja auch hier wieder eine Lüge alles. So, Trennwand. Hier, Zwischenwand heißt es. Da kaufen wir mal 5. Und ich möchte auch irgendwann hier diese App bekommen. Hallo? Ich will nicht immer hier hinlaufen. Wann kriege ich diese App? Ich glaube, da muss ich mich mal hier erkundigen. Es kann ja nicht sein, dass alle die App haben, nur ich nicht. Oder steht die hier irgendwo? Warte, wir gucken nochmal hier. Nook mal einlösen. Steht die hier?
Nee, steht nicht. Und fehlen auch die Rezepte, dann hätten wir eigentlich alle, also die hier. Aber ich frage mich die ganze Zeit, was will ich damit? Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, was ich mit dem Fächer da wirklich will. Aber ist in Ordnung. So. Leute. Das war's dann mit diesem Part. Ich weiß, wir haben heute nicht viel gemacht. Aber ich habe Blumen gekauft. Da können wir nämlich morgen dann das Dorf bisschen schon mal hübsch machen oder Gärten bauen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja. Hier könnte auf jeden Fall ein Garten hin. Der hier kriegt einen Mini-Vorgarten. Und er hier hat ja auch Hintermaus, könnte man den Garten. Na, vielleicht nicht. Vielleicht lasse ich das hier mit den Gärten und mache lieber die Gärten da hinten. Aber hier könnte man trotzdem mit den Büschen schon mal dekorieren. Soll ja ein bisschen verwuchert aussehen. Da oben wäre noch ein Geschenk. Dings. Ja, Leute. Das war's dann mit diesem Part. Wir gießen mal eben hier. Und das? Das würde mich ja interessieren, Leute. Warte, wo haben wir denn eine Blume unten stehen? Hier bestimmt, oder? Ja, hier. Klappt das? Nee. Hätte ja sein können. Hätte sein können. Naja, okay, Leute. Bis dann, euer Kapitel 3 und ciao.